Vorausgesetzt ist die Stalin-Note vom 10. März 1952. Das muss man wissen. Diese Note diente dazu, die Realisation des EVG-Vertrages, also der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft, die dazu führen sollte, dass westdeutsche Soldaten im Rahmen einer europäischen Armee bewaffnet auftreten. Also das heißt, eine westdeutsche Armee soll gebildet werden. Das sollte verhindert werden, das sollte die Stalin-Note verhindern. Der hat das neutrale Deutschland angeboten in der Wiedervereinigung, ohne sozialistische Forderung. Die wollte er gar nicht zulassen. Und der Kernpunkt der stalinischen Sicht war gewesen, er braucht die Deutschen auf dem internationalen Markt als Konkurrenten der USA. Die beiden würden, wenn sie konkurrieren gegeneinander, ihm helfen, billige Preise auf dem Weltmarkt zu realisieren. Denn das wusste er, er wird immer industriell importabhängig sein. Das war schon in den 30er Jahren so. Und dabei blieb er auch. Nun muss ich aber sagen, es ist nicht so, das wäre eine gefährliche Fehlannahme, dass der Stalin konsistent an einem Konzept festgehalten hätte. Diese Note wurde am 10. März produziert unter dieser theoretischen Voraussetzung. Also Herstellung einer Konkurrenzsituation zwischen Deutschen und Amerikanern. Und das hätte bedeutet die Liquidation der amerikanischen strategischen Position, die darin bestand, Westdeutschland als den entscheidenden Bündnispartner auf dem europäischen Kontinent zu behalten. Die Franzosen waren unsicher und die Italiener waren unsicher. Sicher waren vielleicht noch die Engländer, aber die waren nicht der Kontinent. Auf dem Kontinent waren es die Westdeutschen. Und das ist von Adenauer sofort abgelehnt worden, diese Note, der Inhalt dieser Note. Darauf gab es nochmal eine zweite Note und die Folge der weiteren Ablehnung durch die Westmächte war für Stalin, was nun? Also wir können die EVG in Westdeutschland nicht verhindern, das heißt den Aufbau einer westdeutschen Armee nicht verhindern. Was machen wir? Wir stellen eine ostdeutsche Armee dagegen. Und das war die Forderung, ihr müsst 30 Divisionen aufbauen. Und die Folge davon war, das war gesagt, nachdem die ganzen 5-Jahr-Plan-Bilanzen alle aufgestellt waren. Alles war verplant, da war nichts mehr frei. Die Folge war klarerweise, wenn diese Armee im Osten aufgebaut werden sollte, ich habe da als Teilnehmer dazu in meiner jugendlichen Naivität gedient, dann hätte es bedeutet, dass wir irgendwo abknapsen müssen, Ressourcen abknapsen müssen. Und das ist getan worden. Es wurden die Lebensmittelkarten für Privateigentümer abgeschafft. Es wurden die Marmeladenpreise erhöht. Es wurden Leute verhaftet, weil sie irgendwelche albernen Steuervergehen vorgeworfen bekamen. Und so wurde die ganze Situation nach dem Juli 1952 verschärft. Und dann nochmal gab es im November ein Plenum, das hat den verstärkten Aufbau des Sozialismus beschlossen, also noch mehr Druck, bis hin zur Entscheidung über die Normerhöhung. Na, die Folge dieser Normerhöhung, die Folge der Normerhöhung ist die Lohnsenkung. Die Arbeiter meines Betriebes, VW Industriebau, haben am 10. Juni ihre erste Lohntüte nach der Normerhöhung gehabt. Und was sahen sie? 10% weniger Geld. Das war's. Ja. Das ist der eigentliche Punkt. Wenn sie gesagt hätten, Normerhöhung, und die hätten irgendwas fantasiert und es wäre am Geld nicht erschienen, dann wäre das noch eine andere Sache gewesen. Aber genau das ist der Punkt. Wenn sie den Arbeiter am Lohn attackieren, dann was ist dann der Fall? Ja. So, und dann kommt hinzu, dass die Arbeiter haben dann eine Bootsfahrt gemacht, hier auf der Spree nach Grünau raus, sind in der Kneipe Rübezahl, kann man heute besuchen dort, schöne Eckkneipe an der kleinen Spree. Da sind sie zusammengekommen und haben gesagt, jetzt werden wir am Montag über den Streik beraten. Das wäre der 15. Juni gewesen. Sie sitzen also am 15. Juni und natürlich durch Spitzel wissen schon die Polizisten Bescheid und regeln den Betrieb ab, sodass die nicht rauskommen zu ihren Kollegen auf der Stalinallee, die ist 10 Minuten weiter weg, nicht wahr? Und was passiert?
Einer der Bauarbeiter klettert über den Zaun, das merkt kein Polizist, sagt den Leuten in der Stalinallee Bescheid, sie sagen, unsere Kollegen werden jetzt zusammengehalten. Nicht? Und das ist am Schluss. Das heißt, die Haltung der Staatsmacht gegenüber einer Belegschaft, die ihrerseits zusammenkommt und protestieren will gegen diese Lohnminderung, nicht wahr, ist mit die Ursache dafür, dass die anderen Bauarbeiter jetzt solidarische Aktionen machen und dadurch überhaupt die Demonstration zustande kommt. Das ist die Lage dann durch die Lohnsenkung, die infolge der Normerhöhung einfach das formelle Resultat war. War es völlig überraschend. Sie verstand sich ja als Arbeiterpartei. Wie konnten Arbeiter gegen die Arbeiterparteiführung auftreten? War für sie undenkbar. Und jetzt passierte es. Und das heißt, sie haben überhaupt nicht mehr die Realität gesehen. Sie haben Entscheidungen gefällt ohne Rücksicht auf die Arbeiter. Und ich muss Ihnen sagen, das ist ein fundamental theoretisches Problem, was da auftritt. Denn die Leute, die so entschieden haben, waren ja Arbeiter. Honecker war Dachdecker, Stoff war Maurer, der hätte es ganz genau wissen müssen. Ich weiß nicht, was Grote wohl, Pieck war wohl Buchbinder, irgendwas. Also jedenfalls, das waren in der Regel Arbeiter, kann man nicht anders sagen. Und die sind nicht imstande zu denken, was Bauarbeiter angesichts der Lohnminderung sagen würden. Da haben Sie auch den Bezug. Oft ist es halt so, wenn jemand Macht hat, hat er auch den Bezug zur Realität. Ja, anders kann ich das gar nicht erklären. Ja, also das denke ich. Unbedeutend, ja, halte ich für unbedeutend. Ja. Es ist auch von der Stasi-Formel, wissen Sie, der Zeisser hatte ja dann die Attacke zu ertragen, er wurde abgesetzt, das war der Stasi-Chef in dieser Zeit, der wurde abgelöst und dann kam Wohlwehr, der alte rote Matrose. Nicht? Die Hintermänner des 17. Juni aufzudecken. Also das System des faschistischen Putsches. Nicht? Und er hat den Genossen erklärt, ich habe keine gefunden. Ganz einfach. Und zwar 1954, ein ganzes Jahr danach. Es waren keine da. Mhm. Und der Wollweber war als roter Matrose von 1918 natürlich durchaus bereit, die KPD zu verteidigen. Hat er ja auch Attentate und alles Mögliche in der Zwischenzeit hinter sich gebracht. Nicht? Also durchaus. Aber für ihn war klar, Staatssicherheitsdienst ist eine Sache gegen außen, nicht gegen die Partei und gegen die innere Situation. Dafür ist er nicht da. Dafür waren auch bloß 2000 Mann bei den Laden damals. Ja. Und das ist dann geändert worden 1958. Also nein, ich würde, der Westen war nur von Bedeutung, insofern der Rias mitteilte, was passiert war in Ost-Berlin. Nicht? Und das hörten alle in der DDR, alle hörten Rias, klar. Das war normal gewesen, nicht? Weil man wissen Sie, im DDR-Rundfunk wurde diese Verschärfung der Lebenslage in der zweiten Hälfte des Jahres 52 oder erste Hälfte des Jahres 53, die wurde als große Steigerung des Lebensniveaus vorgestellt. Eine vollkommen schwachsinnige Vorstellung. Ja. Ja, die haben sich, es ist, als ob ein Indianertanz stattfindet. Die haben sich dauernd über die Wirklichkeit Blasen gemacht. Sie haben wahrscheinlich die Wirklichkeit ignoriert, oder? Ja, vollkommen. Ne? Ja. Das muss vollkommen, ha? Vollkommen. Ja, Sie haben gar nicht verstanden, nichts verstanden. Das ist eine Position. Er stand kurz vor der Absetzung.
Er war schon faktisch abgesetzt. Von Moskau aus? Nein, nicht von Moskau ab, sondern von der DDR-Führung. Die wollten ihn alle nicht mehr haben, die wollten ihn alle rausschmeißen. Ja. Und jetzt müssen Sie sehen, das ist das, was man an der DDR als Westdeutscher häufig nicht versteht, die Verbindung zu Moskau. Dass die Moskauer Führung nach dem Tode Stalins sich klar werden musste, was er eigentlich für eine Politik machen wollte. Und sie hat die Ungarn eingeladen, die DDR-Leute eingeladen, die Tschechen eingeladen. Überall fanden Streiks statt, wie in der DDR am 17. Juni. Und hat ihnen gesagt, ihr dürft so nicht weitermachen. Ihr müsst einen neuen Kurs einführen. Einen Kurs der Rücksichtnahme auf die Lebenslage der Bevölkerung und so weiter. Das war, und in Bezug auf Deutschland war die Meinung, ihr müsst eine Politik des Bündnisses mit der SPD machen, an die DDR-SED-Führung gesagt, damit die Adenauer-Regierung verschwindet und ein Gesamtdeutschland im Sinne des stalinischen Konzepts von 1952 zustande kommt. Das war die gemeinsame Meinung, sowohl der Beria-Leute als auch der Khrushchev-Leute. Und dass die miteinander im Gegensatz gerieten, das war erst im Rahmen dieser Entwicklung der Fall. Der Beria als Chef des Sicherheitsdienstes hat seine Leute nach Karlsruhe geschickt. Die sollten hier darauf achten, dass in der DDR seine Meinung über die deutsche Einheit durchgesetzt wird. Und wir brauchen keinen Sozialismus in Deutschland. Ein friedliches Deutschland reicht uns. Dem Beria schwebte vor Deutschland à la Finnland an der Westgrenze der Sowjetunion zu haben, nicht? Sodass die Besatzungskosten wegfallen und all solche Dinge. Und gleichzeitig war aber der Konflikt zwischen der Armeeführung und dem Sicherheitsdienst ein alter Hut. Denn die Armeeführung ist ja 1937 zu unglaublich hohen Prozentzahlen vernichtet worden durch Stalin und den Sicherheitsdienst. Das haben die nicht vergessen. Also war der Konflikt zwischen der Armeeführung, die ihrerseits erklärte, wir sind an der Elbe und da bleiben wir. Und du hast hier bürgerliche Auffassung über die deutsche Geschichte. Das konfligierte im Rahmen des Juni, also zur selben Zeit, in der hier Ulbricht abgesetzt wurde. Und nun müssen Sie wissen, am 17. Juni kommt der Generalstabschef der Roten Armee nach Karlshorst, Sokolowski. Und was macht der? Der erklärt den Leuten, das ist Faschismus, was bei euch hier aufblüht. Diese Interpretation soll rechtfertigen, dass die Rote Armee eingreift. Und die Rote Armee soll hier bleiben, um das Glacis gegenüber der Sowjetunion zu verteidigen. Oh ja, gegen den Faschismus. Gegen den Faschismus, selbstverständlich. Ja. Das muss, ja. Die Rote Armee kämpft immer nur gegen den Faschismus, das war, ja. Wo sie auch auftritt. Ja, nicht? Ja. Das war die Ideologie, die sie selber hatten. Und das wurde dann von den Leuten übernommen, die das Problem hatten, ob sie noch weiter an der Führung bleiben. Ulbricht. Nicht? Und dann kamen sie am 7. Juli nach Moskau und dann wurden sie informiert darüber, dass Beria verhaftet ist und ganz böse Dinge über die Deutschlandpolitik gesagt hat. Nämlich er wollte ein bürgerliches Deutschland. Und damit waren die Entscheidungen gefallen. Ulbricht, Grotewohl und Oelzner kamen nach Hause, teilten das mit. Und wer war nun der Schlimme? In der DDR-Führung, na derjenige, der mit Beria zusammenhing. Ja. Ganz klar. Nicht? Und das war Herrnstadt und Zeisser. Herrnstadt hat für den sowjetischen Geheimdienst gearbeitet als Journalist, berühmte Sache über Rote Kapelle und sowas. Und der Zeisser war beim Armeesicherheitsdienst angestellt. Alte KPD-Geschichte, nicht? Und also war das MFS schuld daran, dass der 17. Juni ausbrach, sozusagen. Und also musste er die Konsequenz tragen. Und damit hat Ulrich dann seine Stabilisierung realisiert. Ich muss sagen, dass wir noch lange davor stehen zu begreifen, was der 17. Juni wirklich war. Wenn ich genau hingucke, alle Augen und Ohren und alle empirischen Sinne aufsperre
und mal reflektiere, was ist wirklich passiert, dann habe ich diese Voraussetzung, dass die sowjetische Besatzungsmacht der Souverän war. Wir waren also ein besetztes Land, beiderseits der Elbe und Werra. Auch in Westdeutschland war es, ging es darum, dass ein besetztes Land da war. Ja, die Deutschen waren Kriegsverlierer. Sie sind hinterhergerannt und standen nun unter der Souveränität der Siegermächte, was denn sonst. Und in diesem Augenblick kommen die Arbeiter an und sagen, Schluss mit eurer Normerhöhung. Und transportieren die sofort auch in politische Form. Zum Beispiel freie Wahlen in ganz Deutschland. Mein Gott, das steht in der sowjetischen Mitteilung drin. Das ist Berias Programm. Nur die wussten es nicht. Die Arbeiter wussten das nicht. Und der Beria wusste nichts von den Arbeitern. Der hat auf Kastner gesetzt. Kastner war aber Gehlen-Agent, LDP-Fritze bei uns in der DDR. Nicht wahr? Der wollte eine bürgerliche DDR-Regierung haben, anstelle dieser SED-Regierung, der Beria. Das war's. Und der Hauptchef sollte Kastner werden. So, das wäre ja ein gewundenes Fressen für Gehlen, nicht? Und jetzt gucke ich mir an, was haben die Arbeiter getan, die von Henningsdorf durch den französischen Sektor in die Stadtmitte kommen. Die lösen die Sektorengrenzfehler ab und schmeißen sie auf Mist. Was sagen die damit? Die sagen damit, wir wollen keine Zoneneinteilung Deutschlands. Wir sind eine Nation. Das heißt, es ist ein Tag sozusagen des nationalen Protests gegen die Besatzung. Das würde ich schon sagen, war. Aber nun ist die Frage, ja, liebe Leute, warum ist denn die Besatzung da? Was meint ihr wohl? Die wollen natürlich hier regieren, solange bis sie sicher sind, dass aus Deutschland nicht nochmal ein Hitler entsteht. Und das ist die Frage, um die es geht. Wenn ich annehme, mal als Möglichkeit, es wäre das, was die Arbeiter wollten, wirklich passiert. Was wäre denn gewesen? Hätte er unmittelbar deutsche allgemeine geheime Wahlen gehabt und kein Adenauer wäre mehr da gewesen. Selbstverständlich nicht. Und über dann, Adenauer würde ich mich gern mit Ihnen nochmal separat unterhalten. Und dann hätten Sie das Problem, was würde jetzt die amerikanische Besatzungsmacht tun, die gerade die EVG haben will. Die will deutsche Truppen haben. Ja. Nicht? Und mit Gehlen haben sie ja aufgebaut, die Amerikaner und nicht die Westdeutschen. Dann wäre das ganze Ding sozusagen das geworden, was es nach meinem Dafürhalten in erster oberflächlicher Betrachtung ist, eine Tragödie. Wenn die DDR-Regierung nicht so idiotisch Normerhöhung durchgesetzt hätte und wenn sie nicht die Lebenslage des Volkes gesenkt hätte, und sich überlegt hätte, ja, wo soll denn die Armee von 30 Divisionen herkommen? Das kann man doch den Leuten da drüben in Moskau sagen. Ist doch reiner Quatsch, was ihr von uns wollt. Sie hätte ein bisschen mehr Selbstbewusstsein haben müssen. Dann wäre der ganze Quatsch nicht passiert.